vorstellen. Ob ich einen Strom packe heute, weiß ich noch nicht. Ich habe keinen Bock. Ich habe echt keinen Bock. Ja, moin und herzlich willkommen. Ähnliches Intro hatten wir schon mal. Also mal in die Videoliste reingucken. Das hier ist quasi das Remake des Videos Kühe auf die frische Weide lassen. Ich weiß nicht, hieß das so? Naja, irgendwie so in der Richtung auf jeden Fall. Auf dem Bild steht 69 Kühe, glaube ich. Ja, jetzt laufen hinter mir 71 Tiere, wovon allerdings noch 3 nicht gekalbt haben. Also tatsächlich 68 Kühe in Milch. Und die lasse ich jetzt wieder auf die Weide, die wir letztes Jahr neu angesehen haben. Ja, dieses Jahr ist ein bisschen anders als letztes Jahr. Ist zwar auch trocken gewesen, aber wir haben die letzten, ich weiß gar nicht, so 10 Tage roundabout um die 70 Liter Regen bekommen. Somit wächst es gerade, ja, viel mehr als es letztes Jahr gewachsen ist. Und ja, vorher waren die in der Weide. Jetzt müssen sie erstmal in die andere Weide wieder, weil das kriegen sie dort nicht leer gefressen. Die muss ich erstmal wieder reinigen, die Weide. Und wird dann abgemulcht. Und drüben wächst es halt auch schon wieder wie Hulle. Und ja, der Kameramann läuft hier durch den Matsch, ne? Naja, auf jeden Fall. Jetzt schauen wir mal, wie sie dieses Jahr reagieren. Sie haben sich wieder im Stall auf jeden Fall ziemlich voll gefressen, weil sie in der anderen Weide nicht mehr so gern fressen mochten. Und ich bin mal gespannt. Der Mais ist auf jeden Fall nicht so hoch wie letztes Jahr. Allerdings sind wir auch ein bisschen früher im Jahr, um die Tiere hier drauf zu lassen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ob ich einen Strom packe heute, weiß ich noch nicht. Doch, klar. Ach ja, vielleicht nochmal ganz spannend. Unser Kanal heißt ja Kronstobben und ist ja ein ungewöhnlicher Name und vielleicht fragt sich der eine oder andere, heißt er so mit Nachnamen? Nein, so heißt er nicht mit Nachnamen. Die Flächen, die wir hier hinten haben, die heißen halt Kronstobben und ja, deswegen habe ich gedacht, das ist ein cooler Name und so nenne ich auch meinen YouTube-Kanal. Das mal so als Randinfo, wem das interessiert. Wen nicht, naja, habe ich halt ein bisschen was gebrabbelt, aber jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit den Kühen. Was sicherlich auch nochmal spannend ist zu erzählen, also wir haben hier eine Mischung MG320 heißt die drinne von Freudenberger und ich habe schon ein paar Sachen mal ausprobiert, was ich hier dann doch feststelle, das fressen sie richtig, richtig gerne. Es gibt manchmal auch so Gräsersorten, da haben wir das Gefühl, da gehen sie nicht so gerne bei in der Weidehaltung. Diese Sorte gehört auf jeden Fall nicht dazu, da gehen sie richtig gerne bei. Also das muss man schon sagen, das scheint ganz gut zu funktionieren als Weidefutter. Ja, das nochmal dazu, Schleichwerbung. Ah, hier, Cornelius, wenn du zuguckst, ne? Das hier ist ein Tier, was ich von dir gekauft habe und die hier auch. Das ist eine Lennon und eine Gold Day. Ja, haben wir schon ein, zwei Mal drüber geschnackt, da sagst du noch, du würdest die gerne mal wieder sehen. Also wir Bauern haben ja mal viel zu tun, wenn wir uns nicht persönlich treffen und die angucken, dann jetzt hier mal bei YouTube. Nur zugekaufte. Ist ja schlimm. Die habe ich mal auf der Auktion leer gekauft. Eine Maldini-Tochter. Auch eine richtig gute, muss ich sagen. Gar nicht schlecht. Die da vorne, das ist eine von Hasbagen. Eine genetisch richtig gute. Die haben wir gespült. Die ist auch von der Auktion hier. Boah, die sind nur. Ist ja Wahnsinn, die sind echt nur zugekauft. Ich habe ganz schön viel zugekauft offensichtlich in den letzten Jahren. Ja, ich musste genetiktechnisch auf jeden Fall mal ein bisschen Gas geben, dass sie ein bisschen hinterherkommen. Wenn die irgendwie nur zugekauft und mich rumstehen, habe ich gerade das Gefühl, habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber nee, das passt schon. Das hat sich auch schon gelohnt. Also würde ich wieder tun. Ja, jetzt stehen wir wieder wie letztes Jahr hier im Land und Reaktion ist die gleiche, obwohl sie im Stall sich gerade wirklich voll gefressen haben. Ja, kommen sie jetzt hier auf die frische, saftige Weide. Hier waren sie auch schon einmal drin. Wir haben hier schon einen Schnitt runtergeholt. Also hier wächst gerade der zweite Schnitt auf. Aber auch hier heißt es wieder fressen, fressen, fressen. Gerade diese Neuansaaten, die sind wirklich sehr, sehr schmackhaft. Und ja, das finden die Mädels schon gut. Und alles, was die Mädels hier trennt, davon wieder weiter in den
Feldbereich hier reinzulaufen. Oh, das kennen wir ja schon vom letzten Mal, das ist der Wanderdraht. Oh, und wir wollen jetzt testen, ob da Strom drauf ist. Ja? Fass mal an. Kann man das nicht auch anders machen? Nee. Ich mal ganz kurz, ich will mal gucken, ob hier was drauf ist. Nicht, ja. Dass ich gleich, komm schon. Nicht, dass ich gleich anfasse und vielleicht ist gar nichts drauf oder so. Ja, dann ist das gut, ja, gut für dich. Ja, letztes Mal, als ich da dran gepackt habe, war wie das letzte Mal, dass ich an Strom musste. Der Rasenstuhl kann das nicht sein, ne? Das war überhaupt nicht angenehm. Und dann habe ich so rumgelacht und so, aber ich habe schon gedacht, was du bist, ey. Oh, ich hasse diesen Moment vorher, wenn du genau weißt, das ist nicht schön. Auch das überlebt ja die anderen, aber. Ach, das nicht der Tun. Oh, ich mach nicht, du. Oh, ich hab Rande. Ich hab keinen Bock. Ich hab echt keinen Bock. Los, Redak. Oh, los, Redak. Oh, Mann. Oh, ich denke, nächstes Jahr sehen wir uns hier an gleicher Stelle wieder. Hammer cool, dass ihr eingeschaltet habt. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und im nächsten Jahr hier sicherlich auch wieder. Alles klar, macht's gut. Tschüss.